Hey Doc, wieso machst du das selber? Oder haben wir aus Krankheit ein Geschäft gemacht? Aber wisst ihr was? Schauen wir uns zuerst einmal ein kurzes Video an. Da geht es um die Wartung des Luftsystems in einer Ordination. Und dann entwickeln wir gemeinsam ein paar Gedanken. So, ich habe das im Schnelllauf. Also die Anlage meldet immer wieder einen Alarm. Man muss dann, wenn dieser Alarm kommt, einfach das Gerät warten. Einmal im Jahr erfolgt eine große Wartung, ansonsten wird häufig Filter gewechselt, so alle paar Wochen. Das sind die Filter, die werden dann rausgenommen. Ich erkläre hier dem Team, das Video war eigentlich, es ist im Schnelllauf, aber es war eigentlich fürs Team, wie man das warten muss. Jetzt, man entfernt einen Filter, dreht die Luft voll auf und tut überall dort, wo die Ansaugung ist, also wo die Luft wieder hineinströmt, tut man den Rost vom Staub befreien. Auch bei der Heizung macht man das, hat einfach den Effekt, dass eine laminare Strömung entsteht und dass der ganze Staub einmal nach außen befördert wird. Das macht man jetzt bei jedem Auslass. Ich setze mich da so ein bisschen herumrennen in der Ordi, wie gesagt, ist etwas, habe ich fürs Team gemacht. Wenn das dann alles durchgeblasen wurde mit Druckluft, wird das Gerät noch einmal ausgeschalten und jetzt wird es innen gereinigt. Das heißt, es wird innen teilweise mit Wasser gewaschen, teilweise mit Druckluft und dann ordentlich sauber gewischt. Da unten sind Siphone, sodass auch der Austauscher, das ist das Ding da in der Mitte, gut mit Wasser durchgespült werden kann, dass alle Staubflankerln und Insekten weg sind. Hier noch eine kurze Erklärung fürs Team und wie das Ganze dann so ausschauen soll. So, und wieso habe ich jetzt dieses Video gemacht und wie hängt das mit diesem komischen Titel zusammen? Prinzipiell könnte man natürlich jemanden kommen lassen, der einem das macht. Aber ich frage euch, in einer Zeit, in der wir gerade leben, Schlagwort Migrationswaffe, wird das dann mit so viel Liebe gemacht? Werden da wirklich alle Öffnungen gut durchgeboostet, das Ganze teilweise dann auch noch nachdesinfiziert und. Viele, viele Schritte, die hier jetzt gar nicht zu sehen waren. Richtig, es wird nicht, meistens leider nicht mit so viel Liebe gemacht. Das sage ich jetzt nicht nur so, das war schon bei der Planung der Luftanlage, wir haben sie uns dann letztendlich selbst gemacht. War das ein Fiasko, weil uns die Firmen keine laminare Strömung herstellen konnten. Erst nach Nachfragen, wo ich gesagt habe, naja, wenn das der Raum ist, sollte hier nicht Einlass und hier zum Beispiel Auslass sein, dass vom Auslass in die Absaugung sozusagen eine Strömung entsteht. Ja, und dann wollten sie es nachkorrigieren, dann haben wir uns gedacht, das machen wir uns lieber selber. Und genauso ist es häufig bei Wartungen. Aber wie hängt das mit dem Titel zusammen, aus Krankheit ein Geschäft machen? Ihr müsst euch vorstellen, die schon länger auf dem Kanal sind, die haben die Videos mitbekommen vom Ordi-Umbau und vom Ordi-Bau. Wir hätten circa achtmal, 7 bis 8 Mal so viel bezahlt, hätten wir uns das meiste nicht selber gemacht. Und wenn ihr euch das jetzt einmal umrechnet, das ist schon ein Unterschied, ob eine Ordination, ich sage jetzt einmal zum Beispiel 200.000 oder 1,6 Millionen Euro kostet. Weil das Geld, von wem glaubt ihr, kommt das? Richtig, das kommt von euch. Viele Menschen sind immer so beeindruckt, wenn sie irgendwo hinkommen und dann sehen sie einen großen Palast und boah, alles ganz nobel, hobel. Aber sie bedenken dabei gar nicht, das müssen Sie finanzieren. Und wir hatten ja vor kurzer Zeit so ein Thema, wir nannten es C-Thema, wo dann plötzlich wahnsinnig viel Geld mit Therapien gemacht wurden, wo man jetzt im Nachhinein herausfindet, dass das vielleicht alles nicht so war. Und wenn ich nicht will, dass ich sowas in der Praxis dann am Menschen mache, weil brauche jetzt nicht reden über das verrückte Schuldscheinsystem, aber wenn ich in diesem verrückten System halbwegs aufrichtige Medizin machen will, dann muss ich mir eben solche Sachen selber machen. Und wir sind zum Glück ein Team. Das Team lernt jetzt immer mehr, diese Sachen zu bedienen und dadurch können wir uns gegenseitig entlasten. Aber ich habe immer die Möglichkeit. Spiele ich Chef und fahre ich auf die Baustelle und schaue, ob alles passt und zahle das Zigfache und muss es dann wieder beim Menschen einholen.
Oder greife ich selber an, mache und kann dann gute Zahnmedizin verkaufen. Und jetzt überlegt es dann noch weiter. Wir könnten diese Gedanken in tausende Richtungen spinnen, weil wir erleben eine Tendenz, das Sterben der kleinen und Mittelbetriebe. Auch in der Medizin ist das so. Alles wird immer größer, was ja nicht immer schlecht ist. Man muss einen gesunden Mittelweg gehen. Ich habe zum Beispiel von der Ordi hier auf der Billrothstraße 29 dann ganz bewusst in die Billrothstraße 12 gewechselt, weil alles ebenerdig war, rollstuhlgerecht, alles unter einem Dach. Das heißt, vom Parodontologen, Endodontologen bis hin zum Zahntechniker. Das hat Vorteile. Aber häufig driftet es dann ab. Es wird alles nur noch zur Show. Auch die, wenn ihr euch anschaut, die Social-Media-Auftritte von manchen Kollegen, da geht es nur noch um Lustiges und um Spaß haben und die Leute bespielen. Aber das verursacht Kosten. Und diese Kosten müssen dann in Form von Krankheiten wieder hineingespielt werden. Und jetzt überlegt einmal, wenn dann zum Beispiel wieder mal so ein C-Thema kommt und dann steht so ein Großer da, der viele Verbindlichkeiten hat gegenüber seinen Angestellten, gegenüber Banken, gegenüber. Und dann kriegt er auch noch einen Druck. Du, entweder du hast offen, aber dann musst du zum Beispiel spritzen. Oder du musst zusperren und zum Beispiel in einen Lockdown gehen. Na, wie wird sich der entscheiden? Wie wird sich jemand entscheiden, dessen Ego vielleicht sogar noch im Materialismus voll gefangen ist? Versteht ihr? Das heißt, wir machen uns häufig die Probleme von morgen durch unsere Unaufmerksamkeit. Und ich bekomme häufig so Fragen, so, hey Doc, und wieso machst du das am Wochenende? Und wieso lässt das nicht wie morgen? Naja, weil ich aus Krankheit kein Geschäft machen will. Und für so eine Reinigung, die einen ganzen Tag dauert, da ging ein Schnörper 1000 Euro weg. Und die muss ich dann wieder in Form von zum Beispiel Zahnimplantaten einholen. Und jetzt wisst ihr, wieso es so wichtig ist, dass wir uns einerseits ein Bewusstsein schaffen, wie unsere Systeme funktionieren, und auch ihr selber als Patienten immer wahrhaftiger werdet, denn wenn ihr euch verleiten lässt durch einen großartigen Palast, wo viel mit Geld herumgeschmissen wurde, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn vielleicht die ein oder andere Behandlung nicht wirklich notwendig war. Rethink everything. Alles Liebe.